Moin zusammen und willkommen zurück zu Spirit of the North. Wer sich vom letzten Mal noch daran erinnern kann, wir haben diesen Speicherpunkt erreicht und ja, haben eigentlich keinen Plan, was wir tun sollen. Deswegen laden wir uns vorsichtshalber erstmal wieder auf. Energie kann nie schaden, haben wir in diesem Spiel bereits gelernt. Wer von euch bis jetzt noch nicht Teil von Spirit of the North war, der darf gerne einmal in der Playlist gucken, die auch auf jeden Fall auch am Ende verlinkt ist. Und darf sich das Ganze nochmal von Anfang an reinziehen. Es lohnt sich in meinen Augen, weil es wirklich ein absolut tolles Game ist. Wenn man jetzt mal meine absolut untergrundwürdigen Gaming-Künste außen vor lässt, ist das wirklich ein Projekt, was sich lohnt, weil es einfach ein wundervolles Spiel ist. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Wer es nicht spielen mag, sich das wenigstens anzugucken, das ist echt schön. So, ich bin hier gerade so ein bisschen lost, da dürft ihr euch nicht wundern, denn ich weiß nicht, was passiert, aber mein kleiner Geist leitet mich, wie man sehen kann. Und wir haben Gebeine gefunden, allerdings sehen die nicht aus wie Schamanen. Die Schamanen sind eigentlich angezogen, okay. Das Ding ist halt, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier machen soll. Mein Füchschen sagt mir halt auch nichts. Keine Ahnung, bringt das was, meine Fähigkeit zu aktivieren? Wahrscheinlich nicht. Das habe ich fast befürchtet. Ich habe halt keine Ahnung, was ich jetzt mit denen machen soll. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt erstmal wieder aufladen. Das Verschwendete mal eben wieder reinholen. Also, einmal kurz für die, die dieses Spiel nicht kennen. Unser Reich wurde vergiftet, deswegen ist hier auch alles rot. Und ich soll halt mithilfe dieses Geistes, dem Geist des Nordens eben, soll das hier alles so ein bisschen retten. Und muss dabei unterwegs Schamanen befreien. Hier liegt auch ein Skelett, super. Ich bin gerade ein bisschen lost, ehrlich gesagt. Ich meine, wann bin ich das nicht? Wir gucken jetzt einfach mal. Warte, jetzt bellt er schon wieder. Guck mal, jetzt läuft er in eine ganz andere Richtung. Okay, wir gucken einfach mal, was er mir jetzt sagen will. Wir gucken einfach mal hin. Ah, ja, doch, an das Wasser erinnere ich mich noch. Das war voll ätzend, weil im Wasser kann ich nicht laufen. Das ist richtig... Hä, wo ist er denn jetzt? Ist er wieder hier? Jetzt ist er wieder bei mir. Ich bin vollkommen verwirrt. Hier liegen überall Skelette rum. Ja, okay, jetzt hat er wieder was. Aber hier sind doch auch Skelette. Also hier scheint es irgendwie so eine Art Rutsch zu... Aha. Okay. Darf ich das da jetzt wieder rausnehmen oder dreht sich das dann zurück? Ach, ich wusste es. Oh, warte, ich soll... Moment, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Wie... Okay, einfach mal nicht blicken, was das Rätsel soll, aber es lösen. Schön, so mag ich es am liebsten. Wahrscheinlich stehe ich gerade voll auf dem Schlauch und ich habe überhaupt nicht begriffen, was ich gerade gemacht habe, aber schön, dass es funktioniert hat. Oh, doch, ich habe eine Idee. Vielleicht ging das... Pass mal auf, hier sind ja so verschiedene Anzahlen drauf. Vielleicht ging das einfach um die Anzahl Skelette, die da lagen. Vielleicht hätte ich die zählen sollen. Naja, so geht's auch. Liegt hier ein Stab? Nein, okay. Weil die Stäbe muss ich immer einsammeln. Deswegen dürft ihr euch auch nicht wundern, wenn ich immer so ein bisschen zickzackmäßig gucke. Aber ja, ich muss halt diese blöden Stäbe finden. Ich weiß noch, dass ich letztes Mal hier oben war und diese Blubbles da gesehen habe. Aber dass hier halt auch einer dran ist, habe ich nicht gesehen. Wie kann man den übersehen? Das Ding ist riesengroß und ekelhaft. Kriege ich den weggesprengt? Nee. Offensichtlich nicht. Ansonsten würde der mir das ja anzeigen. Ich stehe drauf. Das ist so abartig. Aber... würde ich meine Kräfte dafür nutzen können, würde er es mir eigentlich anzeigen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... springe ich jetzt da runter und versuche das kaputt zu machen? Oder laufe ich da jetzt rein? Im schlimmsten Fall stecke ich halt fest, ne? Ah, wir versuchen es einfach mal. Platsch. Ich wusste es. Ich kann hier nichts aktivieren. Verdammt. Hä, sag mir nicht, ich komme da jetzt nicht raus. Was? Nein. Häng ich da jetzt... Nein, sag, dass das nicht wahr ist. Ich will da wieder raus. Shit. Okay, ich war noch nie so froh über einen gesetzten Speicherpunkt. Kann man denn so lost sein? Ja, schön. Willkommen in meiner Welt. Ich sag's ja, Noob. Ich habe einfach von nichts eine Ahnung, aber davon ganz viel. Kann auch so doof sein, da reinspringen. Okay, also nochmal. Okay, dann bin ich jetzt also bei der Aufgabe, an der ich beim letzten Mal einfach kläglichst gescheitert bin. So. Ich weiß noch vom letzten Mal, dass ich hier
wie so ein Dömel vorgesessen habe. Und ich soll da jetzt durch und soll gleich da oben hoch sprinten und darüber. Das Problem ist, das war die letzten Male so knapp, dass ich jetzt wahrscheinlich gleich wieder 1000 Mal ablosen werde. Weil ich muss hier hoch und dann darüber. Das war... Oh, es hat gerade noch gereicht. Nein, es hat nicht gereicht. Ich habe meine Fähigkeiten noch. Ach, verdammt. Ja, genau das. Wenn du irgendwo hängen bleibst, hast du eigentlich schon den Run verloren. Dann kannst du es nochmal machen. Lauf, 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 lauf. Mann, ach komm schon. Ach Gott. Ja, warum geht das jetzt nicht? Was? Warum? Warum geht meine... Hä? Ach so, oh, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Schockschwere Not. Oh mein Gott. Jesus, okay, okay, der Run ist gut, der Run ist gut. Oh, wow, 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 wow. Okay, 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 okay. Komm, lauf, 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 Bin ich jetzt gerade wirklich so blöde, dass ich an einem Stein vorbeigerannt bin, den ich seit keine Ahnung wie vielen Aufnahmen nicht gesehen habe? Scheiße, wie blöd bin ich denn? Entschuldigung. Was? Und ich... Oh Gott. Okay, ihr seid also gerade Zeugen geworden davon, wie doof ich eigentlich bin. Was? Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss zu dem anderen und ich habe den einfach nicht gesehen. Als ob. Okay. Ah, hier ist wieder was, was ich kaputt machen muss. Aber wie? Ja. Herzlich willkommen in... Wie wir einfach nichts wissen. Sag mir doch mal was, Geist. Weißt du, du bist die ganze Zeit nur dabei, mit mir rumzufliegen. Aber sagen tust du mir halt einfach nichts. Ja, doch jetzt. Was willst du mir sagen? Sprich mit mir! Warte, was? Oh, das war nicht wichtig. Was willst du mir sagen? Ich habe doch schon Energie. Mehr Energie geht nicht. Okay, habe ich gemacht. Ich habe Energie. Und jetzt? Kann ich den vielleicht kaputt machen? Ah! Oh, das sind... Oh. Okay, den legen wir erstmal wieder ab. Na, Mann, schön. Den wollte ich zwar gar nicht haben, aber okay. Das war jetzt wegen der in der Klappe. So, was ist jetzt alles kaputt gegangen? Ah, alles! Oh, dann habe ich ja vielleicht Glück, dass hinter diesem Tor jetzt... Warte mal, der Stein brennt ja schon. Aber wenn der jetzt schon brennt... Das Ding ist halt einfach, es brennt hier. Aber ich meine, bin ich jetzt irgendwie blind? Das ist mit dem Rot alles so schwer zu erkennen, aber hier liegt doch keine... Hier ist doch nirgendwo ein Skelett. So, ich kann doch gar nicht so lost sein. Es brennt halt hier. Aber... Nee, hier brennt es jetzt auch nicht mehr. Ich verstehe es wirklich nicht. Hier brennt... Oder ob der da oben irgendwo drauf liegt? Ich lasse den jetzt einfach mal hier liegen erstmal. Gucken wir jetzt erstmal, was passiert, wenn ich hier jetzt rangehe. So, oh, meine Hand ist eingeschlafen. Oh Mann, das hatte ich auch noch nicht. So, was ist jetzt hier passiert? Das Ding geht runter. So soll es sein. Okay. Warte, ist es nicht runtergegangen? Doch. Okay. Aber wenn der Stab hier hinten gebrannt hat, dann muss auch hier irgendwo dieser blöde Schamane sitzen. Wo? Okay, also erstmal wieder aufladen. Also das war jetzt so der letzte Gedanke, dass der hier irgendwie sitzt. Aber hier ist halt auch nichts. Haha, hier ist er. Hier oben. Ach, guck. Na denn, dann holen wir mal das Stäbchen, wa? Ja, an dieser Stelle würde ich schon mal sagen, während ich jetzt auf dem Weg bin hier, ich hoffe... ja, ich hoffe, wir stürzen nicht ab. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich gerade wieder wie so ein echt armes Würstchen lost durch die Gegend geeiert bin. Wie auch immer ein Würstchen eiern kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann seid doch so lieb, bewertet gerne den Part. Lasst mir gerne ein Abo da. Es kostet nichts, es tut nicht weh und es würde mich unglaublich freuen, wenn ihr mir die Chance geben würdet. Ich komme... Ich bin so... Ach,
Hallo. Es würde mich unglaublich freuen, wenn ihr mir trotz diesem ganzen Mist, den ich hier verzapfe, trotzdem eine Chance gebt. Und ja, wie gesagt, mir ein Like und ein Abo dalasst. Und vor allem das Glöckchen aktiviert, damit ihr auch nicht verpasst, wie das Ganze hier weitergeht. Wie wir noch mehr von diesen bezaubernden Wesen, aka Schamane, aka Schützer des Nordens, keine Ahnung, befreien. Ja, wie gesagt, das war's von diesem Video. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Malvini. Bye, bye.